Du musst seine böse Energie fühlen. Das ist der einzige Weg, ihn zu finden. Ich verstehe. Naja, du solltest zurück zur Basis gehen, Zero. Du kannst nicht kämpfen ohne gegen ihn nicht in dieser Kondition kämpfen. Ich kann ihn fühlen. Sigma ist in der Nähe. Ich bleibe hier so, dass du nicht gestört wirst. Aber ich, nee, er bleibt nicht hier oder so. Aber ich schaue mir die Gegend an, bevor ich gehe. Ich kann ihn auch fühlen. Sigma ist sehr nahe. Sei vorsichtig, X. Ja, ich hab mir schon fast gedacht. Weil die Statue mitgegangen ist und so. Mhm. Nett, Sigma. Hi. Dumme, ausgestoßenen Jäger. Ihr werdet alle fühlen, was die wahre ausgestoßene Kraft ist, genau bevor ihr sterbt. What the fuck? Okay, der voll aufgeladene Blaster macht Schaden. Ich kann ihn nur im Mund verletzen und das auch nur, wenn er ganz offen ist, also wenn er auf mich zukommt. Alter, was machst du da, Zero? Ey, mich sterben lassen, Wichser. Ich bin gerade in der ersten Stage gestorben, das ist noch nie vorgekommen. Wie peinlich. Also wenn das momentan praktisch die Vorschau auf die Stärke, auf die Schwierigkeit dieses Teils wird, dann bin ich echt nicht erfreut, hier spielen zu müssen. Zero ist weg. Na komm her. Ja, vorher deine grünen Bällchen. Ich weiß nicht, wie ich diesen, keine Ahnung, was das sein soll, ausweichen kann. Allerdings wird der Kampf nicht besonders schwer, weil er macht Gott sei Dank wenig Schaden. Und ich einigermaßen viel. Von daher kann ich mich locker treffen lassen. Okay, von sowas nicht unbedingt. Autsch, das hat übel weh getan. Fuck, 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 fuck. Ey, jetzt sterbe ich aber nicht schon wieder, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Wenn's knapp war. Ey, was ist denn das? Was ist das für ein Schwierigkeitsgrad? Vielleicht hätte ich mich mal bewegen sollen, aber ey, trotzdem. Bei dem ersten Video sollte man sich nicht bewegen. Oh nein! Der Sigma-Virus, läuft er aus. Hm? Es muss sich überall verteilt haben und kann die Erde bereits komplett eingehüllt haben. Alle Reploids werden stark beschädigt werden. Sigma! Er hat gegen uns absichtlich verloren. Wir müssen sofort evakuieren. Hunter Ace. Das ist die Hunter Base. Könnt ihr mich hören? Seid ihr okay? Irgendwelche Schaden? Signas? Are you alright, X-Zero? Also geht's euch gut, X-Zero? Sieht ein bisschen aus wie die Körner. Die gesamte Erde wurde in eine Panik, auf der ganzen Erde herrscht Panik wegen dem Sigma-Virus. Es ist gefährlich, hier zu bleiben. Geht zu, meldet euch wieder bei der Basis. Dernit?
Ja, scheiße. Sigma, du wirst dafür bezahlen. Selbst wenn wir kämpfen, was wird passieren? Ein Kampf wird unser Problem nicht lösen. Die Situation ist schlimmer als gedacht. Sigmas Explosion hat den ganzen Virus über alle Welt zerstreut. Guck mal, Amerika, Deutschland. Sogar in Deutschland ist ein Virus. Geil. Nein, nicht ganz. Zu weit rechts. Scheiße. Oh, meine Erdkundekenntnisse. Nee, doch, stimmt. Das ist doch Deutschland, ja. Es hat sein Virus ja über die ganze Erde verteilt und es befällt Menschen und Reploids. Was schlimmer ist, die Space-Kolonie Eurasia, ah cool, ist auf Kollisionskurs mit uns. Mit dieser Geschwindigkeit wird es in die Erde krachen in 6 Stunden, 16 Stunden. Alles, Reploids und die gesamte menschliche Rasse wird ausgelöscht werden. Wir haben keine Wahl. Für das Wohl der Welt müssen wir die Kolonie zerstören. Aber die einzige Waffe, die wir haben, ist in der Hunter-Basis. Das immer noch arbeitet? Die Enigma. Und sie ist sehr alt. Wir haben außerdem ein Space Shuttle, aber es ist vom Virus befallen worden und der Autopilot funktioniert nicht. So, wir brauchen jemanden, um es in den Weltraum zu fliegen, unsere Kolonie, und es kollidieren zu lassen. Es ist ein Himmelfahrtskommando, aber wir haben keine andere Wahl. Wie ist der Zustand der Enigma? Weit weg von perfekt. Wenn wir Enigma benutzen wollen, müssen wir es mit ein paar Zusätzen ausstatten. Die Enigma arbeitet nicht so, wie sie gerade ist. Unter diesem Einfluss von Sigmas Virus sind viele ausgestoßene Jäger ausgestoßen geworden und nur ein paar Jäger sind normal geblieben. Lasst uns unsere Kräfte vereinen mit ihnen und die Enigma vervollständigen. Gott, so viel Text! War noch nie eine Mega-Metall am Anfang. Aber das war richtig viel Text, ey. Ist man gar nicht gewohnt von Mega Man. Ja, jetzt laden wir. Wir haben nur 16 Stunden vor der Kollision. Wir müssen die Enigma vorher ausstatten. Da sind 4 Ausgestoßene, die diese Upgrades haben. Grizzly Slash, ein Waffenbrecher. Er hat einen Kristallball. Duff McVale. Duffbier. Er lebt in Ozean. Wir müssen den Hydrogen bekommen, wenn wir den Ozean sichern oder so. Squid Adler, ein ex-ausgestoßener Jäger. Er hat ein Energy Chart. Izzy Glow, ein Doktor und Techniker. Er hat ein Laser-Device. Da sind noch 4 andere ausgestoßene, aber diese 4 anderen Ausgestoßenen
haben nur die Sachen, um Enigma noch weiter zu verbessern oder so.